In diesem Tutorial werde ich ein Objekt in GWX einbinden. Als erstes Mal öffne ich Blender und lade mir mein Model, was ich laden will. Das habe ich aus dem Internet, ein x-beliebiges Model. Und zwar ein Panzer. Den positioniere ich erstmal richtig. Und das wird dann wieder schön exportiert. Ich werde mir natürlich das Material von dem Ganzen mal anschauen. Nein, werde ich nicht. Doch, da sieht man es ja schon. Muss natürlich die Lampe etwas besser anordnen. Und vor allem muss die Lampe ein eine Sonne sein. So, jetzt sieht man den Panzer. So, das Model existiert also. Als nächstes lege ich mir ein Pack namens Panzer an. Und hier will ich jetzt in die Graphic meine Grafik reinschmeißen. Also nehme ich meine Dateien, die Textur, die sollte ich vorher von Bitmap nach JPEG exportieren, damit das Ganze weniger Speicher frisst. Text.jpg ist der Name, den die Textur haben muss, damit sie von GWX gefunden wird. Deshalb, das zwingt auch die Grafiker dazu, jedes Model in eine eigene, in einen eigenen Ordner zu stecken. Ich kopiere diesen Panzer mit der Textur und bei Packs kommt jetzt in mein Panzerpack. Bei Graphic das Ding rein. In der GWID kann ich F5 drücken und sehe, jetzt ist der Panzer da drin. Da kann ich auf Ansehen klicken und sehe den Panzer, wie er leibt und lebt. Ich kann auf den Panzer Rechtsklick machen, einbinden. Und sehe jetzt hier Klassenname Panzer, das ist in Ordnung so. Elternklasse wähle ich aber aus, soll nicht Object sein, sondern Vehicle. Damit kann ich besondere Sachen haben zum Steuern. Als Masse lege ich 600 fest. Und überladen will ich die Funktion, ob es ausbrennen kann. Can burn out. Das ganze Skript erstelle ich jetzt. Hier ist noch der Kommentar, dass ich die Masse einsetzen soll. Habe ich aber schon. Jetzt habe ich hier noch die Funktion Can burn out. Da setze ich jetzt einen Return true. Was jetzt noch fehlt, ist hier der Panzertitel.
Das heißt, den besorge ich mir auch noch, indem ich das Ding mir ansehe und dabei dann Tab drücke. Dadurch wird automatisch die Datei title.png in dem Ordner erstellt. Also wenn ich F5 drücke, sehe ich in Graphics jetzt hier die title.png. Die kann ich mir ansehen und dann sehe ich hier, das ist jetzt das Bild vom Panzer. Wert setze ich auf 1000 und die Hülle wurde hier auch automatisch errechnet. Das ist jetzt die Physikrepräsentation des Panzers. Es wurde in Logic jetzt eine Datei erstellt, Automatik Panzer, die benenne ich jetzt so um in Panzer. Außerdem brauche ich jetzt noch eine Pack-Beschreibung. Also ich sage ein Class Panzer Pack ist ein Pack und ich habe die von diesem Panzerpack gibt es halt eine Instanz, also var my Panzerpack und diese Instanz soll es erstellen, also Template my Panzerpack ist ein Pack. Und ich habe außerdem, will jetzt, also der Sinn, weshalb ich das als Pack anlege, ist, dass ich im Editor anschließend dieses Objekt erstellen kann. Also muss ich noch sagen, virtual panzerpack.editor. Set array von class. Sagt mir also an, welche Objekte im Editor-Menü Objekt erstellen erscheinen sollen und da sage ich return Panzer. Das Ganze kann ich jetzt starten. Und ich gehe in den Editor. Erstellen. Hier ist der Titel. Und ich habe den Panzer erstellt. Ja, das war's dann auch schon.